Auf dem letzten EU-Gipfel des Jahres haben sich die Staats- und Regierungschefs der EU bei lange strittigen Themen geeinigt. So gaben sie dem 18 Milliarden Euro-Paket zur Unterstützung der Ukraine endgültig grünes Licht. Auch die Mindeststeuer für Großunternehmen wurde abgesegnet. Sozusagen in letzter Minute hatte Polen noch mit einem Veto gedroht, dann aber davon Abstand genommen. Die EU werde jeden Tag von Russland erpresst, so der Präsident Litauens. Aber wenn Mitgliedstaaten sich gegenseitig erpressen, dann sei das absolut nicht gut. Beim größten Knackpunkt einer Preisobergrenze für Gas wurde die endgültige Entscheidung vertagt. Allerdings hieß es, eine Lösung sei nahe. Das Paket soll am Montag auf Ministerebene geschnürt werden, da viele technische Details darüber festgelegt werden müssen, wann und wie der Preisdeckel funktionieren soll. Er wisse, dass jetzt intern 5 Stunden diskutiert worden sei, nur um das Thema den Energieministern zu übergeben, so Luxemburgs Regierungschef Xavier Bettel. Er würde gerne hören, wie viel Energie die EU-Kommission im Namen Europas kaufen konnte. Das sei wichtig, weil noch russisches Gas in europäischen Tanks seien und diese in den nächsten Monaten aufgefüllt werden müssen. Eingehend diskutiert wurde zudem eine mögliche Antwort auf die jüngsten protektionistischen Maßnahmen Washingtons, die europäische Wettbewerbsfähigkeit bedrohen. Die Europäische Kommission wurde aufgefordert, Vorschläge für ein europäisches Investitionsprogramm vorzulegen. Die Idee einer gemeinsamen Kreditaufnahme wurde von einigen Ländern unter Führung Deutschlands aber abgelehnt. Europa sei an dem Punkt angelangt, an dem die Gefahr einer Deindustrialisierung drohe, sagte der belgische Ministerpräsident Alexander De Croo. Leider gäbe es keine gemeinsame Antwort. Einige Länder versuchten zu oft auf eigene Faust zu handeln. Es sei ein Spiel der tiefsten Taschen. Einige glaubten vielleicht, dass sie die tieferen Taschen hätten, aber in ein paar Monaten seien alle mit ihrem Latein am Ende. Schließlich wurde Bosnien-Herzegowina endgültig der Kandidatenstatus für einen EU-Beitritt gewährt. Eine entsprechende Empfehlung hatten am Dienstag bereits die Europaminister abgegeben.